Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ist ja bekanntlicherweise vor wenigen Tagen auf einen Deepfake hereingefallen. Er hat gedacht, dass er mit Kiews Bürgermeister Klitschko telefoniert. Dann hat sich jedoch herausgestellt, dass es ein Deepfake war. Und zwar wurde mit Hilfe einer Software Folgendes erstellt, dass das Gesicht, die Gestik und die Mimik, diese Attribute auf das Gesicht einer anderen Person projiziert wurden und somit also die perfekte Illusion geschaffen wurde. Perfekte Illusion, denn es war nicht nur Michael Ludwig, der darauf hereingefallen ist, sondern auch die Bürgermeister von Budapest, von Madrid und auch von Warschau in Polen. Dann jedoch stellte sich eben heraus, dass das alles nur gefaked sei und nun weiß man, das sind die neuen Entwicklungen, wer tatsächlich dahinter steckt. Denn öffentlich bekannt gegeben, dass sie diese Software erstellt haben und diese Videos manipuliert haben, hat sich ein russisches Künstlerduo, die nennen sich Volvan und Lexus. Die beiden, die sind schon aus der Vergangenheit bekannt, besonders auch in Russland, und die haben jetzt auch offiziell angekündigt, dass sie die nächsten Tage bei einem russischen YouTube-Klon, denn direkt Russland kann man ja nicht so ohne weiteres verwenden in YouTube eben in Russland, und mit diesem YouTube-Klon, da werden dann die ersten Videos hochgeladen und es sollen alle diese Deepfake-Gespräche nicht nur mit Ludwig, sondern eben auch mit den anderen Bürgermeistern offiziell hochgeladen werden.